gucken. Ich mochte einfach schon den ersten Teil früher. Super Film. Ja, geil. Und es ist übrigens das erste Mal, dass die Pixar-Charaktere in einem Lego-Spiel benutzen. Und jetzt hoffe ich so sehr auf Lego Toy Story. Überlegt euch das mal. Lego Toy Story, das wäre so passend. Was ja schon Spielzeuge sind und dann halt Lego und so. Das wäre voll geil. Ich liebe Toy Story. Das wäre so super. Auch eine Trilogie am besten von allen drei Filmen. Beziehungsweise soll ja einen vierten Film geben, was ich jetzt nicht so begrüße. Und spätestens da könnte man doch dann plötzlich ein Lego Toy Story Spiel raushauen. Also ich würde das abnormal feiern. Eine Trilogie oder Quadrilogie von Toy Story im Lego-Format. Das wäre so passend. Die Toy Story-Spiele allein sind ja schon ähnlich gewesen wie die Lego-Spiele. Vom Rätselaufbau her, vom Level-Design so her. Das würde so perfekt passen. Boah. Das wäre super. Das müssen wir denen vorschlagen, ey, ohne Witz. Das wäre so geil. Okay. Hier brauchen wir wieder Dynamit, übrigens. Da ist auch schon Dynamit, ja, hoppla. Ja, ja, Moment. Erstmal, so. Ja, das wäre ganz cool, ne? Achso, das war jetzt noch auf wahrscheinlich Dings bezogen, ne? Auf, hey, einen roten Stein gefunden, cool. Auf Lego die Unglaublichen, glaube ich, ne? Von Mert. Glaube ich, das war. Das wäre sicher cool. Hab den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Ja, ausschalten, weißt ja, weil. Das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Was? Okay, 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 okay. Oh, immer verwechsel ich den. Da. Bitteschön, rote Farbe. Geil. So, gut. Dann wäre das schon mal ausgeschalten und die Plattform wäre da. Und dann muss ich mich darüber hangeln. Na, lustig. Moment, ganz kurz. Kann ich jetzt vielleicht die Ente? Oder wie ist das? Nee, ne? Irgendwie nicht. Willst du blau? Das ist voll bescheuert. Oh Mann, oh. Welche Farbe? Das ist. Oh, oh, Nanni. Darf ich da mal hoch? Hä, hey, hallo? Dankeschön. So, dann einmal hier rüber. Okay. So. Schön gemacht, Chase. Ach, geil. Okay, da gehen wir gleich lang. Das war's auch schon. Dann auf geht's. Was gibt's hier Schönes? Eine Ente. Toll. Mit der kann ich doch wieder nichts anfangen. Kotze. Weg mit der Absperrung. Ich hasse es. Schön die Steinchen sammeln. Uah, Vorsicht. Das kommt auch noch weg. Und ab nach oben. In die Bank vielleicht? Sind wir schon da? Nein, noch nicht. Okay. War ja fast klar. Und? Ich kann es regelrecht spüren. Ja. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Nee, der Letzte, der ich baue schon keinen Mist. Ach, es war eine große Schande. Eine große Schande. Ja, ich konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Ah, es ist so bescheuert. Klar. Zu den Fischen geschickt, das sagt man ja eigentlich, ne, wenn man jemanden umbringt und so. Aber er arbeitet einfach im Aquarium. Das ist so super. Oh, ist das schön.
Gut. Oh mein Gott, ja, mag auch Toy Story, außer Teil 3. Ich hab da von den Affen ein bisschen Angst. Echt? Der Affe. Ich hab den Affen im Kopf. Ja, der war echt ein bisschen gruselig, da hast du schon recht. Aber ich fand auch Teil 3 eigentlich einen so gelungenen Abschluss der ganzen Geschichte. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man noch einen Teil 4 machen möchte. Das ergibt keinen Sinn und ist total bescheuert. Aber okay. Ich fände es wahrscheinlich trotzdem irgendwo schön, weil ich ja Toy Story mag. Aber, ja, weiß nicht. Es wurde so schön abgeschlossen. Naja, okay. So, was jetzt eigentlich noch? Ich brauche Dynamit oder so. Hä? Diese Fähigkeit ist gesperrt. Nee, sag bloß. Hä? Ich habe kein Dynamit bei mir. Was soll ich denn machen? Hä? Wie meinen? Muss ich jetzt... Ich kann auch nicht zurück. Hä? Kann ich das schieben? Oh, Leute. Es sah so aus, als hätte man das nicht schieben können. Was war das? Weil das so silbrig war. Ich dachte, ich muss da erst noch was machen. Oh, Leute. Bescheuert. Und da ist das Dynamit. So. Darf ich mal? Danke. Gut. Dann rein damit gehen. Dann macht's gleich Bumm und dann können wir da durch. Geht, das ist wunderbar. Super geil. Ja, da brauchen wir wieder den Einbrecher. Sieht aus wie ein Safe. Ah, ist ein Lüftungsschacht, wa? Nice. Da sind wir. Mitten in der Bank, nehme ich an. Oh, Alter, die ganzen Goldbarren. Juhu. Ich bin besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. War's richtig. Das wäre nicht so klug, ne? Hey, Chase. Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Kann sie? Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Cool. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Jo, mach ich. Ja, hab grad gesehen, da sind Laserstrahlen. Wenn man ganz genau hinschaut, da rote Laserstrahlen, ne? Und da können wir natürlich nicht rein. Da müssen wir also erstmal die Laserstrahlen hier irgendwie abspiegeln. Wegspiegeln, wegschießen, wegbumsen, was weiß ich. Ah, guck mal. Da bekommen wir Silber her. Das ist interessant. Und jetzt können wir irgendwas Silbriges... Da können wir jetzt noch nicht durch. Nein, okay. Hier, Boots. Jetzt ist das Silber. Jetzt können wir das da hinschieben. Und jetzt wurde es abgelenkt. Alter, diese Strahlen sieht man halt so gut wie absolut überhaupt gar nicht. Aber okay, cool. Schlecht gemacht. Hätte man wirklich mehr Kontrast reinschießen müssen einfach. Jetzt sieht man sie besser. Jetzt sieht man sie wieder nicht. Das ist irgendwie... das ist ein Farbfehler, ne? Das ist irgendwie ein Fehler. Das ist nicht gut. Können wir das... Ah. Putz. Einmal auf damit. Da drin war der Smaragd nicht. Natürlich nicht. Was erwartest du? Und da können wir nicht rein. Ich sehe es halt auch nicht. Behinderte Scheiße. So, Tresor Nummer 50.000. Auch nicht. Ja, natürlich nicht, Chase. Was ist denn los mit dir? Gut, hier können wir durch. Okay. Super geil. Und aua! Aua! Penner! Hallo, darf ich. Danke. Wie man es halt nicht sieht, das ist echt bescheuert. Okay, hier ist Safe Nummer 3, glaube ich. So. Ach Leute, man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Chase, bist du echt so bescheuert? Der ist dahinter, hinter diesem Riesentresor, du Vollhonk.
Okay, dann schieben wir das mal rüber. Was war das denn? Das war nicht gezogen. Das ist so merkwürdig gerade hier in dieser Sequenz. Sachen, die nicht sein müssen. Ein paar kleine Designfehler und Patzer. Aber egal. Naja, gut. Ist halt nicht so fabelhaft gerade. Wohin muss jetzt die Kiste? Wo sind die Laser? Ich sehe sie nicht. Oh! Scheiß drauf. Hier ist Tresor Nummer 4. Hupsa! Da geht's auf. Da. Ach so ein Siegel. Naja gut, damit können wir eh nicht viel anfangen. Brauchen wir jetzt die Kiste? Ich denke schon. Ja, brauchen wir. Moment, was war eigentlich... Was ist das? Ach so, gar nichts. Okay. Hier können wir nochmal einen Farbwechsler bauen, nehme ich an. Ja, richtig. Und da können wir uns blau holen. Okay. Ach, wegen Blätterwand. Alles klar. Ja, aber jetzt habe ich es fast geschafft und unsere schöne Stat-Leiste ist noch nicht voll. Oh Mann, oh. Oh, voll behindert. Das finde ich nicht so geil, ne? Okay, hier sind noch Sachen. Was ist das? Ah! Ah ja. Okay. Machen wir mal auf. Gut, und was finden wir Schönes? Was ist denn da? Kotze. Kotzesteine. Schon wieder ein Farbwechsler. Alter, jetzt wollen sie es aber wissen. Na, welche Farbe bekommen wir? Grün. War klar. Wegen dem Schalter hier. Gehen dann alle Türen auf, ja? Cool Cat, magst du Toy Story? Wenn du wüsstest, was ist das für eine Antwort, Cool Cat? Oh ja, viele Steine. Ja, ist mir egal. Lass doch die Sequenzen immer sein. Ich muss die Steine sammeln. Ah, dieses Spiel. Okay. Was ist denn das jetzt? Das ist ein Rätsel. Oder? Das... Hä? Warte, ich tue erstmal alle Hebel dahin, wo sie hingehören. So. Und hier noch. Das ist so ein Schaltkreisgefrösel, ne? Ich muss da rechtzeitig loslassen. Echt jetzt? Nein! Oh, das ist ja richtig behindert. Oh Gott. Okay, so. Nein! Oh Gott, das ist blöd. Witzige Idee, aber man muss so früh loslassen, weil er einfach noch weiter dreht. Man muss das so ein bisschen blöd abpassen. Die Musik, Alter, nee! Nein, wie geil. Oh Mann, ich feier das so. Sieht übrigens aus wie so ein riesiger... Wie heißt das? Wie heißt denn der? Dieses Sims-Symbol, ne? Über den Sims. Nur halt ein bisschen breiter. Nein, wie geil. Ohne Witz. Die Melodie. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist. Oh nein. Du bist das Gesetz. Die Wachen sind da. Schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Ja, das ist so. Kommt her. Ich zerprügel euch. Huja. So, zwei auf einmal. Was wird das denn jetzt? Ja, ich verhafte euch. Ne? Ihr seid Polizisten, ich bin Polizisten. Ich verhafte euch. Oder halt Sicherheitsleute, ne? Okay, ich muss hier raus. Irgendwo, irgendwie. Warte, ich muss da oben raus, oder? Weil die Tür offen ist.
Es ist so geil mit der Musik. Raus hier! Oh Gott. Ja, fällt ja auch gar nicht auf. Officers? Okay, was war das? Vielleicht hätten die zufällig was sagen müssen.